Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Flo. Und zwar werden wir heute in der vierten Minecraft-Fly-Folge, werde ich euch heute zeigen, was ich an meiner Höhle, also bald Haus, alles geändert habe. Und ich habe jetzt einen Namen für mein Schwein. Wir werden nachher noch bei Blaui vorbeischauen, weil ich habe von dem schon lange nichts mehr gehört. Also werden wir bei dem mal vorbeischauen. Wir sehen uns jetzt im Video. So, jetzt gehen wir erstmal wieder in unsere Dreckhöhle rein. Da muss ich auf jeden Fall bald was ändern. Aber hier in der Ecke hat sich auf jeden Fall schon sehr viel verändert. Ich habe jetzt hier so die Ecke mit Blättern, mit Hintergrund Wasser und so eine Steinmauer, so ein bisschen eine rundere Ecke gemacht. Hier beim Brunnen hat sich nichts verändert, sieht immer gleich aus. Ich habe hier überall noch ein paar Pflanzen, Blumen hingetan. Mir Schwein geht es noch gut. Und zwar habe ich mich für den Namen Schnitzel entschieden. Das finde ich passt so ein bisschen zum Schwein. In diesem Raum, habe ich, wo ich euch gefragt habe, was ich reinbauen soll, habe ich einen Trophäenraum gebaut. Wenn wir mal irgendwie in Turniere gegen Blaue gewinnen, können wir hier unsere Trophäen aufstellen. Die Truhen haben sich nicht verändert hier, aber also mein Schlafzimmer hier habe ich mit ein paar Blättern verschönert. Mit der Schere, die ich hier im Inventar habe, habe ich Blätter abgebaut. Die Sachen haben jetzt ja alle neue Texturen seit dem Update. Ja, und ich habe mein Eisenschwert und zwar werde ich jetzt mit meiner Leine, die ich habe. Ah, nein, stimmt. Zuerst muss ich euch zuerst noch was zeigen. Und zwar gibt es ja seit dem neuen Update jetzt Laternen. Die craft man so mit Eisennuggets und einer Fackel. Laternen sehen so aus. Die kann man aufhängen. Dann haben die vorne so, also oben dran so, hängen die so. Und die geben auf jeden Fall sehr viel Licht. Man kann die schwer mit der Hand abbauen, aber mit der Spitzhacke geht es recht gut. Man kann aber die Laternen auch auf dem Boden platzieren. Dann ist diese Kette oben ist sie nicht mehr da. Aber ich finde es irgendwie, wenn sie aufgehängt ist, viel schöner. Sieht irgendwie eleganter aus. Die werde ich mir jetzt auf jeden Fall mitbringen. Vielleicht kann ich sie ja Blaue schenken, wenn er nicht weiß, wie man sie so eine macht. Hier bei mir in der Höhle bleibe ich erstmal bei den Fackeln. Also werde ich jetzt hier erstmal mein Schwein Schnitzel, das so heißt der Schwein jetzt, Schnitzel, mit meiner Leine, die ich gemacht habe, mitnehmen. Wir werden jetzt gleich einen kleinen Spaziergang machen und dabei auch bei Blaue vorbeischauen. Denn der hat mir irgendwie gar nicht auf mein Geschenk geantwortet. Hoffentlich gefällt es ihm. Also ich muss sagen, es kann einem gefallen oder es kann einem nicht gefallen. Hauptsache man hat sich Mühe gegeben. Das dicke Schnitzel muss ich wieder ein bisschen den Eingang größer machen, weil es sonst nicht durchpasst. Dazu machen, dickes Schwein. Komm mit. So, da oben schon der Spawn und ich, anstatt jetzt über das ganze Gebirge zu laufen, und ich kann ja nicht fliegen mit dem Schwein, werde ich jetzt erstmal die Abkürzung nehmen. Hier ein bisschen am Fluss entlang und nachher sollte da vorne beim Gebirge dann Blauis Höhle sein. Und das Wasser hier sollte eigentlich nicht da sein. Okay, was ist hier los? Wo hat Blaui hier eine kleine Party gefeiert oder? Schnitzel kann auf jeden Fall ein bisschen schwimmen, das ist schon mal wichtig. Da ist das Blaui da vorne. Blaui? Hallo? Was machst du da? Der platziert überall da was, oder? Moment, das ist nicht Blaui. Squid? Das ist ein Tintenfisch. Was macht ein Tintenfisch hier? Hey, was machst du da? Er geht direkt auf Blauis Höhle zu. Ich bin so gespannt, was er da macht. Das ist ein Freund von Blaui. Er geht rein. Also, ich habe mich damals reingeschlichen, aber er läuft einfach rein. Also, ich kann jetzt Blaui auch nirgendwo sehen. Blaui? Komm da lieber schnell raus. Ist da was am Stehlen? Also, ich habe ja auch 3 Weizen geklaut. Okay, aber... Ich habe mir auch eine Statue geschenkt. Squid? Herr Squid, was machen Sie da? Kommen Sie bitte raus. Das ist nicht Ihre Höhle. Blaui! Ah, da ist er. Ja, schön, dass wieder. Oh, gut. Okay, jetzt das. Also Blaui ist immer noch mein Freund. Also los, jetzt schlagen wir ihn. Komm schon. Komm her, Squid. Ah, im Wasser will ich nicht so schnell wieder. Komm, Squid. Nein, Blauis ganze Höhle ist gesprengt. Komm, Schnitzel, wir müssen los. Komm, Squid. Komm, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Ah, das blöde Wasser. Los, los, los. Komm, Schnitzel, gib mal ein bisschen Gas. Also, ich muss sagen, ich habe einen starken Nachteil. Ich muss ein Schwein mitziehen. Schnitzel kann ich ja nicht einfach hier lassen. Ich habe ihn fast, komm schon. Der mit seinem blöden Wasser. Wieso kann es kein Hase sein oder so, der wenigstens auf Land läuft? Komm her. Der ist einfach zu schnell. Oder Mist, das Wasser treibt mich weg. Nein, nein, komm, 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 komm. Ah, wäre ich doch lieber ein Schwimmkurs. Erstmal habe ich rausgegraben. So, ich hab's gleich. Komm, komm.
Also komm, Schnitzel, du kannst jetzt keine Angst haben vor Wasser. Komm jetzt mit. Ja, bin gleich. Nein, er hat sicher Blaui mitgenommen. Blaui. Oder ist Blaui tot? Auf jeden Fall ist es seine Höhle. Nein, Blaui. Ich muss auf jeden Fall etwas unternehmen. Ich werde ihn jetzt verfolgen. Wieso kann er so schnell schwimmen? Okay, er ist ein Tintenfisch. Okay, aber wieso kann ich nicht so schnell schwimmen wie er? Vielleicht liegt es am Schwein, vielleicht liegt es an mir. Hätte ich doch eher schwimmen gelernt. Ja, ich glaube, ich habe ihn verloren. Und ich kann auch nicht mehr schwimmen. Das war so anstrengend. Schnitzel, kannst du noch? Ich glaube, Schnitzel ist auch mit seinen Kräften am Ende. Schnitzel, nein. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Schnitzel, rette dich.